Ergänzend zur bisherigen Berichterstattung über den Autokurso am 1. Mai 2021 in Groß-Schönau gibt es hier im Video noch ein paar Ausschnitte von Redebeiträgen auf dieser Kundgebung. Ostsachsen.tv ist eine Internetplattform, wo neben staatstreuen Personen auch Bürger zu Wort kommen, die eine andere Meinung als der Staat haben und diese öffentlich darlegen. Ja, wir haben es geschafft. Es sind alle Korsen oder Korsus hier angekommen. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon ganz offiziell loslegen. Und weil heute der 1. Mai ist, der Kampf- und Feiertag aller Werktätigen, habe ich gedacht, werde ich euch heute mal etwas Besonderes begrüßen. So ein bisschen formeller. So vielleicht im Stil einer Heute-Journalie oder einer Nachtschau oder eines Facebook-Kommentare-Schreibers. Herzlich willkommen, sehr geehrte Coronavirus-LeugnerInnen, sehr geehrte Face-News-VerbreiterInnen, sehr geehrte VerschwörungstheoretikerInnen, sehr geehrte SchweißerInnen, sehr geehrte FaschistInnen, sehr geehrte ImpfgegnerInnen, sehr geehrtes Nazi-Dreckspack, für das nicht mal ein Intensivbett zur Verfügung stehen sollte, innen. Also kurzum, herzlich willkommen, aber auf die Art will ich es nie wieder machen müssen. Ich mache es jetzt noch mal ein bisschen anders. Herzlich willkommen, liebe Eltern. Herzlich willkommen, liebe Fatis und Mutis. Herzlich willkommen, liebe Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen, liebe Omas und Opas. Herzlich willkommen an alle, die heute für Frieden, für Freiheit und für Demokratie eintreten. Ich bin erstmal wirklich überglücklich, darf ich euch sagen, dass ihr alle hergefunden habt und dass das auch so wunderbar geklappt hat. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken für die Disziplin. Es hat beim Einrangieren ja alles wunderbar geklappt. Wir stehen hier mit knapp 300 Fahrzeugen auf dem Platz. Dass wir das hier so durchführen können, das fußt eigentlich auf der Geschichte, dass wir uns gut mit der Polizei und auch mit der Behörde verständigt und verstanden haben. Ich denke mal, es zeugt vom gegenseitigen Vertrauen und wir wollen auch heute nicht dazu beitragen, dass dieses Vertrauen im Prinzip hier geschwächt wird. Hallihallo, I am tourist from... Egal. It's not important. I speak a little bit English. Don't Sächsisch oder Oberland-Style. Kretsche, bist du daheim? You understand me? No? Shit. I have a Spickzettel. I have a question on you. I will go to Dreiländereck. In the near. You know? Brauche ich da ein Visum oder einen Passierschein, wie schon bei den Fischketten? Da hört nämlich mein Englisch auf. No Hotels oder Gaststätten? Okay, ich stelle die Schuhe nur vor die Tür. Von wann bis wann? Can I go? Not in the night? Shit! What do you think over Europe? Nothing? It's a good idea? What? I don't understand you. Can I go to Tschechien or Poland? No? Shit! It's not too easy? I go to quarantine when I go back. Shit! I am a normal man, not a junkie. I hope you come back to Verstand. And all people of Germany. You have many black security agency here. Respect. I come back when es hier wieder friedlicher ist. Sorry for my English. But mit der Bildung ist es in Old Germany auch nicht mehr weit her. Corona ist ein Problem. Der Klima ist ein Problem. Die Mutti hat ein Problem. You and all fucking Politiker sind das Problem. Was let her know? Das wird ja dann ja. Auf Wiedersehen. Hallo? Hallo Sachsen! Das geht noch besser. Hallo Sachsen!
Ja, ich habe mir jetzt gerade echt den Kopf zerkrübelt, wie ich das jetzt noch toppen kann gerade. Eigentlich hätte das eher zum Schluss kommen müssen. Denn alles, was man jetzt sagt, ist ja dann eigentlich schon, naja, nur noch halb so toll. Aber nichtsdestotrotz will ich mal versuchen, meine Gedanken hier noch an den Mann zu bringen, beziehungsweise an die Frau. Aber Frauen hier? Ja! Das geht auch noch besser. Haben wir Frauen hier? Ja! Das ist ja mindestens die Hälfte hier, das finde ich super. Ja, warum stehen wir hier? Ich glaube, das ist uns allen mehr oder weniger klar, dass diese Maßnahmen natürlich hier bloß vorgeschoben sind und keinerlei wissenschaftliche Grundlage dafür besteht. Was mich sehr betrügt, ist natürlich die Menschen, die darunter leiden müssen. Die Menschen, die an der Armutsgrenze leben müssen jetzt, die gekündigt wurden, die ihren Job verloren haben, die jetzt auf Kurzarbeit sind. Die Menschen, die sozial isoliert sind, vielleicht diffamiert und denunziert werden. Und ehrlich gesagt habe ich keinerlei Verständnis dafür, wenn wie am Montag in Dresden dann die Antifa sich allen Ernstes bei uns auf die Bühne stellt und auch behauptet, wir hätten hier Meinungsfreiheit. Das kann nur jemand behaupten, der seine Meinung nicht äußert. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie hier regierungskritisch ist. Denn wie wir alle schon gesehen haben und erleben mussten, sobald man hier eine kritische Meinung äußert, wird man von seinen Freunden, von der Presse, vielleicht auch von Kollegen diffamiert, denunziert, als Rechter in die Ecke gestellt oder als Nazi beschimpft. Und warum? Warum? Natürlich, weil wir mit unseren Argumenten Recht haben und die Gegenseite keine Gegenargumente hat. Sie sind entwaffnet. Das zeigt, wie stark unsere Position ist. Das zeigt, wie stark unsere Argumente sind. Denn alles, was ihnen dazu einfällt, ist, uns in die rechte Ecke oder sonst wohin zu schieben. Denn sie haben keine Gegenargumente. Und in einer Demokratie sollte es immer möglich sein, miteinander zu reden, miteinander einen Diskurs zu führen, ohne dass man sich gegenseitig denunziert oder sich voneinander distanzieren muss. Dieses Wort habe ich vorher nicht wirklich benutzt und nie gehört. Seit wann muss ich mich von jemandem, der eine andere Meinung hat, distanzieren? Wir wollen alle zusammen miteinander reden. Wir können zusammen nur eine Gesellschaft sein, wenn wir miteinander reden. Und solange wir nicht irgendwelche illegalen Sachen machen oder über illegale Sachen reden, können wir und sollten wir miteinander reden und uns nicht distanzieren. Wir sollten uns auch nicht spalten und auch nicht spalten lassen, so wie das letzte Woche zum Beispiel am Mittwoch in Berlin passiert ist. Es war natürlich eine riesengroße Sauerei, dass dort Querdenken 3.0 den Thorsten Schulte zum Beispiel nicht auf der Bühne hat sprechen lassen, mit einer fadenscheinigen Ausrede von verwegen wegen Partei und so weiter, Parteineutralität. Ja, Querdenken ist parteineutral, aber dann hätte ein Markus Heinz auch nicht reden dürfen. Deswegen sind bei uns alle willkommen. Alle, die auf dem Boden dieses Rechtsstaates stehen, sind bei uns willkommen und dürfen bei uns reden. Wir schaffen einen Debattenraum, wir reden mit jedem, wir distanzieren uns von niemandem. Natürlich war die Reaktion auch nicht ganz geschickt, denn auch wenn ich den Thorsten verstehen kann, dass er da sehr aufgebracht war, sollte man sich dann etwas versuchen zu zügeln und solche Diskurse intern klären, solche Probleme intern klären und dann nicht noch seinen Frust gleich unbedingt in die Kamera schreien, denn auch das spaltet. Und hier ist der Knackpunkt, aber wir schaffen es nur, wenn wir alle zusammenhalten. Nur wir alle gemeinsam zusammen sind stark. Und gemeinsam sind wir so stark, dass wir das auch schaffen können.
Denn wir sind diejenigen, die hier auf der Straße bzw. auf der Wiese stehen gegen den Faschismus. Und wenn die Gegendemonstranten allen Ernstes gegen uns demonstrieren wollen, dann sind sie die Faschisten und nicht wir. Und dass es dringender denn je ist, den Anfängen zu wehren, zeigt das neue, die vierte Auflage des IFSG, wo ganz dreist drinsteht, dass die Grundrechte willkürlich beschränkt werden auf Basis eines Inzidenzwertes, von dem die Bundesregierung selber schon gesagt hat, dass er absolut untauglich ist. Das ist der Anfang, den wir verhindern müssen, nämlich der Weg, der erste Schritt, der zweite Schritt in Richtung einer Diktatur, in Richtung eines Faschismus. Und dagegen müssen wir uns wehren, denn sonst geht es weiter mit Beschränkung der Meinungsfreiheit, mit Verbot des Versammlungsrechts und Ähnlichem. Das haben wir in Dresden schon mehrfach erlebt. Mit Denunzierung geht es weiter. Jeder, der nicht regierungskonforme Meinung hat, dem wird der Mund verboten. Und jetzt das Allerschärfste diese Woche: die Zweiklassengesellschaft ist nur noch einen Hauch entfernt. Sie wollen die Gesellschaft tatsächlich teilen in gesunde Menschen und gesündere Menschen. Wenn uns das nicht ein Warnsignal ist, wie es damals schon in den 30er Jahren war, da war die Gesellschaft auch in zwei Klassen unterteilt. Es gab die besseren Menschen und den Rest. Das müssen wir verhindern, sonst laufen wir Gefahr, dass es irgendwann genauso schlimm wieder endet wie damals. Und das wollen wir nicht, oder? Ich nehme mal den Helm hoch, damit man es besser versteht. Bevor ich meinen vorbereiteten und dann geänderten Redebeitrag halte, nochmal zwei Begriffserklärungen. Vielleicht auch für die Herren in Schwarz, die uns so nett begleiten. Moral ist das Richtige tun, egal was man gesagt bekommt. Gehorsam ist zu tun, was man gesagt bekommt, egal ob es richtig ist. Ich habe das schon mal gesagt, was jetzt kommt. Ich habe einen Traum. Ich träume, dass viele Menschen aus diesen Häusern ins Freie gehen. Wenn sie einander begegnen, blicken sie sich in die Augen und grüßen freundlich. Manchmal bleiben sie stehen und reden miteinander. Einige pflegen einen kurzen Smalltalk, dann gehen sie weitgehend unberührt weiter. Andern läuft die Seele über. Sie müssen reden über ihre Sorgen und Probleme oder auch über schöne Erlebnisse. Sie finden Gehör und manchmal hilfreichen Rat. Weitere suchen den Austausch, wollen verschiedene Ansichten erfahren, um ihren Blick zu weiten. Es gibt Einsame, die Kontakt suchen. Es gibt Laute und Leise, Empörte und Gelassene, Traurige und Beschwingte, Verliebte und Verlassene, Glückliche und auch Verzweifelte. Sie sind alle verschieden, sie nehmen sich wahr und spüren den Reichtum dieser Vielfalt. So beginnt mein Traum. Träumt ihn auf eure Weise weiter und nehmt das Träumen mit in die Realität. Seht die Vielfalt. Wir sind alle verschieden hier. Diese Vielfalt als einen Schatz, als ein wertvolles Gut an. Es geht nicht darum, einheitlich zu werden, sondern es geht, die Gemeinsamkeit in dieser Vielfalt zu finden. Und deswegen habe ich einfach für mich meinen persönlichen ersten Artikel meines persönlichen Grundgesetzes geschrieben. Jeder Mensch hat das bedingungslose Recht auf ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben in Frieden und Freiheit und ohne materielle Not. Die Gesellschaft mit ihren Institutionen und Organen ist verpflichtet, dieses individuelle Recht zu garantieren und zu schützen. An diesem Grundsatz
will ich mein Denken, Reden und Handeln messen und messen lassen. Danke.